Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage vom Andi aus Ingolstadt geht. Der Andi hat die Live-Übertragung der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zu den weiteren Corona-Regeln jetzt über die Osterzeit und danach im bayerischen Fernsehen gesehen, hat sich dann, so schreibt er mir das, weil die Regierungserklärung wegen der neuerlichen MPK in Berlin ja noch einmal verlegt werden musste, ein bisschen darüber geärgert, dass diesmal nur der Ministerpräsident übertragen wurde, nicht aber die anschließende Aussprache mit den Fraktionen, sodass er jetzt sich fragt, weil wir Freien Wähler ja doch eine etwas andere Linie immer vertreten haben als die CSU, wie wir denn zu dem stehen, was da beschlossen worden ist. Ja, lieber Andi, ich nehme deine Frage gerne zum Anlass, um das noch einmal zu erklären, was Florian Streibler als Fraktionschef und ich als parlamentarischer Geschäftsführer dann im Anschluss an die Live-Übertragung des BRs ein bisschen jenseits dieser großen Fernsehöffentlichkeit natürlich auch noch einmal im Parlament ausgeführt haben. Das, was da beschlossen worden ist, auch unterstützt durch einen Dringlichkeitsantrag der beiden Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU, da stellt, wenn man so will, eine Art politischen Dreisprung dar. Einen Dreisprung insoweit, dass da einerseits natürlich das drinsteht, was Montagnacht in Berlin von der MPK gemeinsam mit der Kanzlerin für ganz Deutschland beschlossen worden ist. Glücklicherweise aus unserer Sicht in Teilen dann gestern Vormittag wieder zurückgenommen worden ist. Zum Zweiten steht das drin, was das bayerische Kabinett, was wir also als Bayern-Koalition hier in München beschlossen haben. Und zum Dritten steht auch nochmal in diesem Dringlichkeitsantrag, der die Sichtweise der beiden Regierungsfraktionen zum Ausdruck bringt, das drin, was die Perspektive unserer Bayern-Koalition ist. Also ein Dreisprung, ein Konglomerat aus drei Beschlüssen. Und da liegt es, und deshalb ist deine Frage, lieber Andi, sehr berechtigt, natürlich ein gutes Stück weit in der Natur der Sache, da wir Freien Wähler ja nur bei zwei dieser drei Sprünge involviert waren und in Berlin nicht mitverhandelt haben, dass wir durchaus ein wenig zwei Herzen in der Brust haben zu dieser Beschlussfassung. Die Demarkationslinie zwischen diesen beiden Herzen, die verläuft auch, und das ist kein Zufall, ziemlich genau zwischen dem, was auf der einen Seite in Berlin beschlossen worden ist und uns einige Bauchschmerzen, ganz offen gesprochen, bereitet und dem, was wir für die Zeit danach als bayerischen Weg, als bayerische Perspektive auch mit der Handschrift der Freien Wähler empfohlen haben. Da haben wir uns diesmal stärker als in der gesamten Corona-Krise je zuvor mit unserer Sichtweise, mit unserem Plädoyer für einen Strategiewechsel durchsetzen können. Da können wir auch aus voller Überzeugung dahinter stehen. Aber zunächst vielleicht zu dem, was uns Bauchschmerzen bereitet. Was uns ganz große Bauchschmerzen bereitet hat und zum Glück auch deshalb, weil wir in München in doch deutlicher Weise dagegen remonstriert haben, jetzt in Berlin noch einmal kassiert worden ist, war die Schnapsidee zu glauben, durch die Schließung von Geschäften an einem einzigen weiteren Tag und einem halben obendrauf am 1. April, dem Gründonnerstag und am Karsamstag, könnten wir in irgendeiner Art und Weise Corona die Stirn bieten. Das ist selbstverständlich eher ein April-Scherz als ein guter Vorschlag. Denn wir wissen, man steckt sich immer dann besonders mit Corona an, wenn viele Kontakte stattfinden. Deshalb ist es hinreichend sinnbefreit, das ganze Ostereinkaufsgeschehen noch mehr auf den Mittwoch vor den Feiertagen zu konzentrieren. Und zum anderen kam der Vorschlag schlicht viel zu spät, denn alle Lieferketten standen bereits. Das heißt, wir hätten einen unfassbaren wirtschaftlichen Schaden angerichtet mit dieser Idee von der Osterruhe, hätten aber im Kampf gegen Corona dadurch nahezu gar nichts bewirkt. Das war grober Unsinn, eine riesen Fehlentscheidung, die da spät nachts in Berlin passiert ist, und es ist gut, dass es wieder zurückgenommen worden ist. Hut ab vor der Kanzlerin, die den Mut hatte, auch das ist eine Tugend in der Politik, das zu erkennen und das auch offen zu sagen, immer noch besser eine Fehlentscheidung einzusehen, sie öffentlich zu kassieren, bevor es zu spät ist, als rechthaberisch darauf zu bestehen und diesen Unsinn dann tatsächlich in Kraft zu setzen. Ich glaube aber auch, dass damit verbunden ist, dass wir mal drüber nachdenken müssen, ob diese nächtlichen Runden der Ministerpräsidenten wirklich der weisheitsletzter Schluss sind und ob das sogar sinnvoll ist, wenn man da um 3 Uhr morgens in dieser informellen Runde irgendwas für ganz Deutschland beschließt. Wir haben diesmal gesehen, dass das, was dabei rauskommt, doch hinreichend halbgar war, und deshalb ist es gut, dass das wieder zurückgenommen worden ist. Das Zweite, und das hätte die Ministerpräsidentenkonferenz aus unserer Sicht im gleichen Abendzug auch mit zurücknehmen können, was uns stört an diesen Berliner Beschlüssen, ist, dass man ernstlich noch immer daran festhält, dass man jetzt während der Osterferien in Bayern nicht einmal mit einem negativen Corona-Test, also dann, wenn man gar keinen anstecken kann, in eine bayerische Ferienwohnung fahren darf,
aber trotzdem in den Flieger nach Malle sitzen kann. Das halten wir für wirklich einen hohen und auch für ganz gefährlich. Deshalb, weil wir bei der Corona-Krisenbewältigung ja weniger von klugen politischen Entscheidungen als vielmehr davon abhängen, ob die Leute die Entscheidungen nachvollziehen können, die wir treffen, sie deshalb akzeptieren und sich dran halten. Und für diese Akzeptanz der Maßnahmen ist es nach Ansicht von uns Freien Wählern wirklich Gift und blanker Hohn, wenn dann Malle möglich ist, aber die Bayerische Ferienwohnung geschlossen bleibt. Das ist auch ein Beschluss aus Berlin, der jetzt deutschlandweit gilt, sodass wir nichts dagegen machen können als Koalitionspartner auf der bayerischen Ebene, der uns aber wirklich stört. Und deshalb haben wir das gestern auch im Parlament sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Jetzt aber, lieber Andi, zum Positiven. Ich habe gesagt, wir Freien Wähler haben uns diesmal stärker als je zuvor durchsetzen können mit unserer Linie. Und ich will gerne ausbuchstabieren, was ich damit meine. Unsere Sichtweise, und so haben wir das niedergelegt in dem Bayern-Plan unserer Regierungsfraktion für den Weg raus aus dem Lockdown, zurück in Richtung Freiheit und Normalität, ist ja bekanntermaßen, dass es jetzt nach einer Phase, in der harte Maßnahmen nötig waren, um wieder die Kontrolle über Corona zu gewinnen, und vor einer Phase, in der es dann hoffentlich gelingt, diese Pandemie final zu überwinden, durch Impfungen, durch Therapien hinter uns zu lassen, dass es da jetzt eine Phase geben muss, in der alle Aufmerksamkeit der Politik darauf gerichtet sein muss, ein möglichst gutes Leben mit diesem Virus möglich zu machen. Mit anderen Worten sind wir Freien Wähler fest davon überzeugt, dass die Challenge, die Aufgabe für Politik jetzt darin besteht, Sicherheit auf der einen Seite, ja sehr wohl Sicherheit, in gleicher Weise endlich aber auch Normalität und Freiheit auf der anderen Seite unter einen Hut zu bringen. Und deshalb haben wir zwei Dinge ganz prominent vorgeschlagen. Zum einen plädieren wir davor, endlich aus der Inzidenzfalle rauszukommen und nicht dabei zu bleiben, alle Öffnungsperspektiven nur an diese einzige mathematische Kennziffer zu knüpfen. Das ist aus unserer Sicht dringend nötig, denn die Inzidenzzahl berücksichtigt eine ganze Reihe von wichtigen Faktoren des Pandemiegeschehens nicht. Sie verliert erstens mit zunehmender Durchimpfung an Aussagekraft. Sie schaut zweitens nicht auf das, worum es uns eigentlich geht, nämlich die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems. Sie schaut nicht auf den R-Wert, sie schaut nicht auf die schweren Verläufe, auf die Todesrate. Und sie schaut vor allen Dingen auch nicht auf die Positivrate der Tests, was zur Folge hat, dass mit mehr Tests zwangsläufig mehr versteckte Infektionen detektiert werden, was ja super ist, um das Pandemiegeschehen einzudämmen, was aber auch heißt, dass dadurch die Inzidenzzahl steigt und wir uns die eigene Öffnungsperspektive durch mehr Testen, wofür wir ausdrücklich sind, eigentlich vermauern. Deshalb müssen wir weg von dieser alleinigen Fokussierung auf die Inzidenzzahl, auch weil wir in Hotspot-Regionen mit hoher Inzidenz ja nicht beispielsweise in Kirchenreuth den Schülern sagen können, tja, dann ist dieses Jahr halt keine Schule mehr. Im Gegenteil, wir müssen Perspektiven auch für Regionen mit hoher Inzidenz aufzeigen. Und da konnten wir uns jetzt endlich nach mühsamem Ringen mit dem Koalitionspartner in Bayern durchsetzen. Es wird jetzt nach Ostern Modellregionen in Bayern geben, in denen man genau das ausprobiert, was wir wollen, nämlich diese Inzidenzzahl zu ersetzen durch den Modus des Freitestens. Und es gab darüber hinaus auch einen Auftrag an das LGL, das sich jetzt damit zu befassen hat, auf Antrag der Regierungsfraktionen, endlich weitere Kennziffern zu identifizieren, ja zu einer Art gewichteten Risikoinzidenz zu kommen, die eben nicht nur wie die Schlange vor dem Kaninchen auf dieses Inzidenzzahlthema schaut, sondern das gesamte Pandemiegeschehen im Blick hat. Das ist ein Riesenerfolg für uns. Der noch größere Erfolg aus meiner Sicht ist, diese Modellregionen auszuprobieren, indem man mal darauf setzt zu sagen, wer nachweisen kann mit einem negativen Test, dass er die nächsten 24 Stunden niemanden anstecken kann, der muss doch auch in der Lage sein, in dieser Zeit einmal im Präsenzunterricht sicher zur Schule zu gehen, in gleicher Weise aber auch in die Außengastro zu gehen, in den Handel zu gehen, zu Kunst, zu Kultur, zu Sport zu gehen. Das ist aus unserer Sicht der Weg über das Freitesten, Sicherheit auf der einen Seite und Normalität und Freiheit auf der anderen Seite unter einen Hut zu kriegen. Und das muss der Weg sein für dieses Frühjahr, für diesen Sommer. Und da kommt man uns insoweit durchsetzen, als das jetzt ausprobiert wird nach den Osterferien in 8 bayerischen Modellregionen. Und dann, wenn es erfolgreich ist, wovon wir Freien Wähler fest überzeugt sind, ausgerollt werden soll über alle Branchen hinweg und auf ganz Bayern. Mit anderen Worten, also dieser zweite Teil, dieser bayerische Weg, dieser Bayern-Plan, die Bayern-Matrix,
die jetzt zur Anwendung kommt, die ist ein Riesenerfolg für uns Freien Wähler. Weg vom Inzidenzwert als Bekenntnis der beiden Regierungsfraktionen, aber auch hin zum Freitesten, ja auch zu Öffnungsperspektiven, unabhängig vom Inzidenzwert und abhängig vom Testen, sodass also auch dort, wo die Inzidenz hoch ist, in Zukunft wieder ein Stück weit Normalität einkehren kann. Damit sind wir sehr zufrieden. Das ist der politische Erfolg, den wir gestern im Parlament auch herausgearbeitet haben. Unzufrieden sind wir mit dem, was wir mittragen müssen, weil es deutschlandweit gilt, was in Berlin beschlossen worden ist. In Summe aber, glaube ich, jetzt schon ein Weg, der aufgezeigt ist, insbesondere für Bayern, anders als in anderen Bundesländern, wie wir jetzt nicht dauerhaft in der Depression bleiben, sondern wie wir in der Lage sind, auch ein gutes Leben mit diesem Virus, mit Sicherheit, aber auch mit Normalität organisieren zu können. Wenn wir das flankieren durch endlich einen Impfturbo, der nicht nur rhetorisch ist, der nicht nur angekündigt wird, sondern der auch mal faktisch stattfindet. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe dieser Tage. Und mit der Weiterentwicklung, auch das stand in unserem Dringlichkeitsantrag, zu weiteren Nachverfolgungs-Apps, weg von dieser Bundes-App, die einfach leider nicht so funktioniert, wie wir gehofft haben, hin zu moderneren, zu besseren Angeboten. Dann, glaube ich, sind wir bestens aufgestellt, um jetzt gut durchs Frühjahr, den Sommer zu kommen und dann bis zum Herbst endlich diesen ganzen Corona-Wahnsinn hinter uns zu lassen. Das war, lieber Andi, was Florian Streibel und ich im Parlament in der Aussprache zur Regierungserklärung für die Freien wieder zum Ausdruck gebracht haben. Das ist unsere Sichtweise, die ich auf deine Frage hin gerne noch einmal skizziert habe. Und ich glaube, wir sind damit gut aufgestellt und so sehen es auch die Menschen in Bayern. In Ostbayern gab es jetzt eine Umfrage, 20% für die Freien Wähler, das Doppelte fast, was wir bei der Wahl hatten, weil eben jetzt auch die Menschen erkennen, dass wir mit diesem pragmatischen Kurs auf dem richtigen Weg sind in der Pandemiebewältigung. Und je mehr wir uns da aus Bayern heraus gegen Berlin, aber vielleicht auch ein bisschen innerhalb der Bayern-Koalition durchsetzen können, desto besser, da bin ich fest davon überzeugt, für unser Land und seine Menschen. So viel, Andi, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Und dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es dann wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.